Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem besonderen Gipfelsieg, denn es ist unsere 30. Sendung. Ich begrüße Sie aus Sölden, ganz genau aus dem Ice Cube in 3048 Metern Höhe. Und ich begrüße Marianne Henkel ganz herzlich. Sie ist die Obfrau von Roland Austria, Initiatorin dieser Sendereihe und auch die Moderatorin einer Radiosendung mit dem Titel Steh auf Menschen, die ganz ähnlich wie der Gipfelsieg Menschen mit Behinderung auf besondere Art und Weise in den Fokus stellt. Marianne, wer sind Stehaufmenschen? Ja, Stehaufmenschen sind die Menschen, die eigentlich die Helden des Alltags sind und Menschen, die Schicksalsschläge erlitten haben, ganz schlimme, die am Boden gelegen sein und wieder versucht haben aufzustehen. Also das ist ja das Wichtigste, wenn man am Boden liegt und es geht einem nicht gut, dass man sich nicht unterkriegen lässt. Und diese Menschen erzählen von wunderbaren Erfahrungen. Auf der einen Seite natürlich, wie sie Blut geschwitzt haben, wie sie viele, viele Tränen vergossen haben. Und auf der anderen Seite haben sie Menschen kennengelernt auf diesem Weg, diese Bekanntschaften, die sie nicht missen möchten. Und dieses Buch soll eigentlich aussagen, um glücklich zu sein im Leben, da braucht es nicht Macht und Geld, sondern da braucht es Menschen, die einfach eine andere Perspektive haben. Und dieses Buch wird viele Menschen aufrichten und sie trösten, wenn sie es schwer haben. Ja, Menschen, die neue Perspektiven aufs Leben gefunden haben. Und das ist ja auch eine Kernbotschaft unserer Sendereihe Gipfelsieg. Es ist heute ein kleines Jubiläum, die 30. Folge. Marianne, woran erinnerst du dich besonders gern? Ja, wir haben in dieser Sendereihe ganz, ganz viele große Persönlichkeiten kennengelernt, die uns schon, sage ich mal, Wege aufgezeigt haben. Ganz, ganz wichtige Wege. Zum Beispiel Werte wie die Zufriedenheit, die Dankbarkeit, nicht aufgeben und einfach auch diese Bescheidenheit. Und auch die prominenten Persönlichkeiten, die erzählen, wir stehen zwar im Licht und jeder glaubt, das Leben ist ein Wahnsinn, aber keiner sieht hinter die Facetten, was wir alles erleben, wie traurig, dass wir oft sind. Und was auch ganz besonders war, Barbara, ist, dass das Konzept eigentlich aufgegangen ist. Weil ich habe mir ja so gewünscht, dass Menschen mit Behinderungen einmal von einer anderen Seite gezeigt werden. Man sagt immer, mei, was muss man die für die vor große Opfer bringen? Und sie sind wirklich arme Hascherl. Das ist ein Widerspruch in sich, nämlich die Gipfelsieg-Serien sagen ganz was anderes. Menschen mit Behinderungen sind ganz große Persönlichkeiten, die große Herausforderungen überwinden haben müssen, um denn auf der Spur zu bleiben im Leben. Und ich freue mich aber auch sehr, dass wir in dieser Zeit so viele Menschen kennengelernt haben, die das unterstützt und getragen haben. Seilbahnenchefs und Tourismusverbände und Organisationen. Denen ist nicht nur das Geschäft wichtig, sondern es ist ihnen auch wichtig, Menschlichkeit hinauszutragen. Und nur mit deren Unterstützung ist es uns gelungen, auf die Berggipfel zu kommen und wunderbare Ausblicke zu bekommen. Bevor ich Ihnen die zwei großen Persönlichkeiten vorstellen darf, die heute die Gäste der Sendung sind, jetzt noch Erinnerungen an 29 Sendungen Gipfelsieg mit Botschaften, die bleiben. Wenn ich so alles in allem überblicke, muss ich gestehen, das, was ich geworden bin, bin ich durch meine Behinderung vor allen Dingen geworden. Das heißt, ich verdanke dieser Behinderung auch sehr viel. Und darum sage ich lieber, ich habe sie und ich leide an ihr. Jetzt sitze ich 40 Jahre im Rollstuhl. Also ich habe ein lebenswertes Leben und würde mit manchen Fußgängenden oder mit manchen Personen
auf keinen Fall tauschen. Ich habe ein tolles Leben, ich habe eine Firma geschaffen, ich habe eine tolle Familie, ich bin gesund, mir geht's gut und kann, wie gesagt, als Röstefahrer wirklich ein lebenswertes Leben führen. Von klein auf wollte ich immer gleich behandelt werden. Da habe ich wahnsinnig Wert drauf gelegt. Ich wollte nie die Rollstuhlfahrerin sein, ich wollte nie anders sein. Ich wollte auch in der Klassengemeinschaft allen dabei sein, allem integriert sein. Ich wollte nie abgestempelt werden als die Rollstuhlfahrerin, die nicht mit kann. Mhm. Und das ist mir eigentlich in meinem Leben meistens gut gelungen. Es gibt ja ganz merkwürdige Arten der Diskriminierung, wobei das Wort jetzt böse ist, aber es gibt auch welche, die gar nicht als solche gemeint ist. Nicht? Also zum Beispiel, wenn man zu jemand mit einer Behinderung, ich verwende jetzt dieses Wort, besonders freundlich ist. Da konnte meine Mutter sagen manchmal, wieso sind Sie zu mir so freundlich? Ich kann nur nicht gehen. Ich bin aber kein lieber Mensch deswegen. Ich bin genauso böse wie Sie. Also bei mir persönlich habe ich da wirklich entdeckt, dass es ein gemeinsames Wir gibt. Also ein gemeinsames Wir meine ich damit ein Wir von Menschen mit und ohne Behinderungen. Ganz so im Sinne von der Inklusion auch, dass es nicht diese Grüppchen gibt, die Behinderten, die Schwarzen, die Weißen, die Nichtbehinderten, sondern wirklich jeder so ganz bunt, wie er ist, einfach mit in der Gesellschaft leben soll und auch seinen Platz nehmen kann. Wie wir also 2015 den Entschluss gefasst haben, die Hartkaiserbahn neu zu bauen, war es für uns natürlich ganz, ganz wichtig, auch behindertengerecht zu bauen, sind Leute wie du und ich und wollen natürlich auch die Inszenierung Berg miterleben. Und da haben wir natürlich mit größter Sorgfalt darauf geachtet, um einfach die einer Ausstiege und das Fördermittel so zu bauen, dass es auch 100% behindertengerecht gebaut wird. Man soll nicht mich ansehen und weil ich sozusagen mit einem Lächeln durch mein Leben gehe, sagen, boah, also du bist eine Inspiration, weil ich würde das nie überleben. Sondern weil das impliziert ja, dass die Behinderung etwas sehr Negatives ist. Aber für mich ist es einfach ein neutraler Zustand. Leute, ich fühle mich geehrt, wenn Leute zu mir sagen, deine Vorhand würde ich auch gerne haben, weil für die habe ich viel geleistet. Mhm. Ich habe nicht viel dafür geleistet, einfach ein normales Leben zu führen. Ich habe mir immer vorgestellt, Menschenskinder, jetzt treffe ich die Frau Naun Battis und die hat keine Beine. Und was mache ich und wie bin ich und hoffentlich spiele ich keine Rolle oder irgend sowas. Spiele ich gar keine mehr, weil sie haben mir das Vertrauen gegeben, dass wir mit ihnen so umgehen können wie mit jedem normalen Menschen. Das heißt, sie sind normal, außer dass sie mit 8 Jahren ihre Beine verloren haben. Also ich bin mit einem Onkel aufgewachsen, der das Down-Syndrom hat. Und das hat mir sehr, sehr gut getan in meiner Entwicklung. Da jetzt einmal sagen, ich glaube, ich habe einen anderen Blick für Menschen als für jemand, der das halt nicht gehabt hat. Ich glaube, dass unsere Kinder auch daran wachsen, wenn sie sehen und dass Vorbilder, wie wir mit Schwingsituationen umgehen, wie wir Herausforderungen annehmen. Ich habe mich in den Jahren eben als Musiker gewohnt, die Behinderung nicht als Behinderung zu sehen, sondern die Menschen, die auf mich zukommen im Rollstuhl, eben anders zu sehen, nicht als Behinderte, wie man so gerne sagt, sondern den Menschen dahingehend zu identifizieren, wenn ich so sagen darf, auf seine Grund, seine blauen Augen, seinen Namen, seine Ausstrahlung auf mich. Ich möchte das nicht an mich ranlassen, dass jetzt der Mensch, nur weil er im Rollstuhl ist, anders ist. Ja, ich habe mir dann irgendwann mal gesagt, okay, ich setze mir jetzt eine Mütze auf und wenn ich dann irgendwann der Mann mit der Mütze bin und nicht mehr der Mann im Rollstuhl, dann weiß ich, wann ich aufhören muss. Ich sage immer, Inklusion ist dann erreicht, wenn ich in Berlin im Doppeldeckerbus oben sitzen kann als Rollstuhlfahrer. Meine Gäste heute sind zwei große Persönlichkeiten, zwei starke Frauen, die trotz ihrer Jugend schon einiges über Berge und Täler in ihrem Leben erzählen können. Maria Erlacher ist Sängerin, ganz genau Konzertsopranistin und sie ist Mutter von 3 Kindern. 2 davon, die Zwillinge Marlene und Tobias, sind schwerbehindert. Und ich begrüße Malis Reich. Ihre Skikarriere hat sie noch unter ihrem Mädchennamen Malis Schild gemacht, aber die Skikarriere, das sind doch schon liebgewordene Erinnerungen. Das sind heute meine Gäste beim Gipfelsieg aus Sölden. Ein
den Gipfelsieg heute aus Sölden, das, wie wir sehen, schon fixfertig vorbereitet ist auf die Skisaison. Leider heute die Bergwelt in Nebel gehüllt, deshalb die wunderbaren Bilder dieser Gegend aus dem Archiv. Malis, es war 2008, da hast du hier am Rettenbachkogel eine schwere Beinverletzung gehabt, konntest dann den Riesentorlauf nicht mehr fahren und hast gesagt, das Herz würde ja sagen, aber der Kopf sagt nein. Wie wichtig ist es, dass Herz und Kopf eins sind und wie kannst du diesen Zustand herstellen? Ich war im Sport immer sehr sensibel und bin auch im Leben ein sehr sensibler Mensch. Und wenn das Herz nicht ja sagt, dann kann der Kopf nur so wollen, dann ist es nicht das Richtige. Mhm. Und ja, ich habe eine schöne Karriere hinter mir, bin jetzt Mama von 3 Kindern. Und es passt vom Herzen her absolut, als auch vom Kopf. Und ja, das ist ein schönes Gefühl. Maria, für dich ist es ja wahrscheinlich auch einmal ein Luxus, in den Bergen zu sein, Ausflug von zu Hause zu machen. Du bist Konzertsopranistin und du bist dreifache Mama, so wie die Malis. Emma ist die Älteste. Und dann kommen die Zwillinge Leni, Marlene und Tobias, die behindert zur Welt gekommen sind. Sie haben Zerebralparese. Was heißt das genau? Ja, also im Fall von Leni und Tobi heißt Zerebralparese sehr breit gefächertes Feld. Das heißt einfach nur, dass im Gehirn irgendwas nicht in Ordnung ist. Und bei ihnen heißt es ist motorisch eine Behinderung. Also sie können nicht gehen, nicht sitzen, nicht selbstständig essen und trinken und auch nicht sprechen. Also wir müssen es quasi sie tragen oder sie haben Reha-Stühle. Und sie sind aber geistig vollkommen gesund. Sie verstehen alles, jeden Witz. Und das ist sehr schön. Mhm. Als du mit den beiden schwanger warst, da hast du gewusst, dass es Zwillinge werden, oder? Ja, das habe ich schon gewusst. Also, es war zwar eine überraschende Schwangerschaft und dann noch überraschender, dass es zwei sind. Das war dann ein bisschen puh. Und ja, die Schwangerschaft an sich, das habe ich schon gewusst, dass es Zwillinge werden. Und was ist dann passiert? Naja, dann sind sie zu früh auf die Welt gekommen, wie es halt oft bei Zwillingen ist. Aber ich bin schon gelegen, also ich hatte schon Wehenhemmer, weil ich zu früh Wehen gehabt habe und war im Krankenhaus. Und irgendwann eines Tages sind sie gekommen, also mit Kaiserschnitt, war dann Notkaiserschnitt. Und bei Frühchen wird ja alles immer untersucht. Und am dritten Tag haben sie dann Schädelsonographie auch gemacht und da haben sie dann Zysten im Kopf festgestellt und gesagt zu uns, ja, sie wissen jetzt nicht, wie sich das entwickelt, aber also wahrscheinlich wird es eine eher schwere Behinderung sein. Was hat das für deinen Mann und dich damals bedeutet, diese Nachricht? Ja, das war natürlich, wir haben das nicht sehr sensibel gesagt bekommen, sondern so am Vorbeigehen in der Visite. Und es war dann schon einmal ein bisschen ein Schock. Und ich habe dann schon, also wir waren dann schon sehr getroffen natürlich. Und wir haben so viel zu tun gehabt mit den Kindern, weil wir waren ja auch jeden Tag im Spital und haben sie gehabt. Und da war ja dann die Freude und das ein bisschen Komische ja sehr nah beieinander. Und ja, das erste Jahr war nicht viel anders wie sonst mit Babys. Also füttern, wickeln und alles, das war ja so normal wie mit anderen Kindern auch oder wie mit einer älteren Tochter. Und dann im ersten Jahr hat sich's dann schon abgezeichnet, dass es wahrscheinlich schwerwiegender ist. Mhm. Malis, bei deinen Schwangerschaften, man sagt ja dann immer, wenn man auch fragt, wird es ein Mädchen oder wird es ein Bube, ist die Antwort oft eine Hauptsache gesund. Die Gesundheit als hohes Gut, das einem in dieser Zeit besonders bewusst wird. Hast du da den Gedanken, es könnte auch anders sein? Es kann ein Kind eben auch mit einer Behinderung zur Welt kommen. Hast du diese Angst, diesen Gedanken überhaupt jemals zugelassen? War das für dich eine Vorstellung? Natürlich, glaube ich, denke ich mir schon dran, aber eigentlich dann auch wieder nicht, weil ich habe auch die Schwangerschaften am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, aber dann auch sehr genossen und man spürt einfach das Leben im Bauch wachsen und da will man sich, glaube ich, eigentlich jetzt gar nicht so damit beschäftigen, was alles sein kann, sondern einfach
die spüren, was da passiert. Wenn man jetzt, so wie jetzt die Maria über ihre Kinder erzählt oder du mit Kindern mit Behinderung zu tun hast, du unterstützt ja auch Einrichtungen und Projekte, wird dann einem wieder bewusst, dass eben diese Gesundheit nicht selbstverständlich ist? Man nimmt sie im Alltag so selbstverständlich. Auf jeden Fall. Also das wäre dann auch einfach täglich bewusst, gerade wenn man Mutter ist, wenn man Kinder hat, ist das nochmal was anderes, wie wenn ich es vergleiche mit mir im Sport. Ich war verletzt, aber ich war nie krank. Das muss man immer ein bisschen relativieren. Wie ich Leistungssportlerin war, wie ich im Krankenhausbett gelegen bin, natürlich bricht einmal da eine kleine Welt zusammen. Aber, und das hat mir mein Partner, der Benni, auch immer gesagt, du bist verletzt und nicht krank. Und das ist kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Und ja, ich glaube, genauso wächst man, glaube ich, kann es nur irgendwie nachvollziehen, in die Situation hinein, man wächst zusammen mit den Kindern, so wie du gesagt hast, im Kopf sind sie super intelligent und freut sich einfach mit jedem Schritt, Entwicklungsschritt, den sie machen können, mit jedem Lachen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz gleich wie mit meinen Kindern. Du hast ja zuvor, Maria, mit dem Thema Behinderung nicht wirklich Berührungspunkte gehabt. Überhaupt nicht. Eigentlich. Was sind das dann auch für Bilder und für Vorstellungen, die einem dann plötzlich in den Kopf kommen, wenn man hört, so, ich habe jetzt Zwillinge, wir haben Kinder und die werden behindert sein? Ja, am Anfang will man das ja nicht so wahrhaben, oder? Und dann rutscht man halt so rein und wir sind irgendwann am Küchentisch gesessen und haben gesagt, was machen wir jetzt, was machen wir wirklich? Und da ist eben der Satz gefallen von Markus, von meinem Mann, eben, jetzt müssen wir halt die Segel so in den Wind drehen, dass wir eben mit dem Wind fahren. Und das war dann für uns, wir haben uns dann entschieden und dann sind wir einfach den Weg gegangen. Ja, und dann hat sich auch unser Blickwinkel einfach verändert. Und dann war das so und wir, ja, und es ist jetzt so, die sind jetzt da und es ist super, dass sie da sind und wir werden alles dafür tun, dass wir ihr Leben und unser Leben so lebenswert wie möglich gestalten, weil das ist eigentlich das Ziel von jedem Elternteil, glaube ich. Dass man, und es gibt ja viele gesunde Kinder, wo die Lebensweg nicht so von den Eltern vielleicht so gestaltet werden. Und da wäre ich manchmal traurig. Mhm. Ich habe oft eben Freundinnen, die sagen zu mir, wenn ihnen die Kinder wirklich auf die Nerven gehen, dann denken sie kurz an mich. Und dann tun sie über vieles hinwegsehen, weil eben... Wir betreiben halt viel Aufwand, dass vielleicht irgendwann mal geht, das Glasl zu heben und jemand anderer oder das viele andere. Man gar nicht. Genau, braucht man gar nicht. Oder einfach zu fördern oder auch nicht zu viel zu fördern, gibt es ja auch. Genau, ja. Dass man, ja. Du hast gesagt, ihr habt euch dann irgendwann einmal einfach entschlossen, die Entscheidung getroffen, diese Situation anzunehmen und darauf aufzubauen und diesen Weg zu gehen. Aber gelingt das ganz durchgängig oder gibt es dabei einfach auch viele Einbrüche, Situationen, wo man dann liegt, verzweifelt ist, vielleicht auch einmal die Tränen kommen oder man auch wütend ist auf wen oder was auch immer? Ja, gibt es schon, natürlich. Aber das ist halt auch, das ist ja auch natürlich und das ist ja auch menschlich, glaube ich. Und wir haben jetzt schon einmal im letzten Jahr schon eine ziemlich harte Zeit auch gehabt und auch vor 2 Jahren. Und wo man einfach auch zweifelt dran oder es sind ja auch viele Entscheidungen zu treffen, die jetzt nicht sein, kaufe ich jetzt blaue oder rote Schuhe, sondern spritze jetzt da Botox, mache ich jetzt das. Also das hat ja gesundheitliche Folgen auch. Und das ist schon sehr kräfteraubend natürlich. Mhm. Aber wenn man dann irgendwie einen Schritt wieder weiter ist, dann gibt es auch ganz viele. Mhm. Viele Menschen wünschen sich ja was anderes für ihre Kinder. Also der eine wünscht sich, dass sein Sohn Pilot wird, weil er selber immer Pilot werden wollte und der will was anderes werden. Also es hat ja jeder irgendwie Situationen, die er annehmen muss, egal auf welchem Level die sind. Bei uns sind es halt Behinderung, beim anderen ist es das und der ist vielleicht viel unglücklicher, wie ich jetzt bin. Also es geht eigentlich immer nur, glaube ich, um den Blickwinkel und um das
annehmen und auch loslassen. Malisti Maria hat vorher gesagt, ihr Mann hat dir einen entscheidenden Satz gesagt, nämlich ja, der Wind bläst zwar gegen uns im Moment, aber wir müssen die Segel mit dem Wind setzen. Ist das eine Erkenntnis, die du vielleicht auch aus deiner Karriere oder aus anderen Lebenssituationen kennst, dass es mit dem Widerstand oft eben nicht geht, ja? Dass man nichts brechen kann, dass man nichts erzwingen kann? Das ist ja gerade im Sport, merkt man das ja oft. Was meine Karriere geprägt hat, waren schon auch viele Verletzungen. Und wenn du quasi sportlich dann ganz unten bist, musst du wieder deinen Weg finden und dir so wieder nach oben arbeiten mit dem Wind. Wenn du die Segel richtig drehst, dann, weil es gibt immer wieder Momente, wenn man an einem Comeback arbeitet, körperlich, wo man dann einfach irgendwo den Zenit erreicht hat, wo man dann einfach die Richtung ein bisschen ändern muss, um diesen Punkt wieder, über diesen Punkt wieder hinauszukommen und sie wieder weiterzuentwickeln. Aber braucht es manchmal auch diesen anderen Blickwinkel, den die Maria angesprochen hat? Und sind dann gerade Situationen wie eine Verletzung oder Schmerzen, die man hat, oder sonstige Misserfolge, wo es nicht so gut läuft, die Phasen im Leben, wo es gelingt, diesen anderen Blick zu haben, wo man mit ein bisschen Abstand das auch alles in Frage stellen kann und sagt, okay, es ist viel, aber es ist nur Skifahren. Genau, auf jeden Fall, um sich ja wieder zu erden. Wie die Maria zuerst gesagt hat, ihre Freundinnen, wenn ihnen die Kinder auf die Nerven gehen, denken sie kurz an die Maria und ist eigentlich eh. Man merkt, okay, man hat es eigentlich eh, ist easy quasi. Genauso, das ist nur Sport. Wenn ich sage, mit dem Wissen, wie ich heute da sitze, würde ich vielleicht manche Situationen, wo ich im Leistungssport innerlich fast verzweifelt bin, eigentlich ganz gelassen sehen. Mhm. Aber das ist halt das Leben, man entwickelt sich einfach immer weiter oder versucht es zumindest. Um dann auch wieder zu erkennen, was alles gut geht und was alles möglich ist. Ihr habt euch vorher am Handy angeschaut, ein Video, das du uns gezeigt hast, Maria, wo du mit deinen Kindern Ski fährst. Erzähl uns, wie gelingt das? Ja, also wir haben schon im Kindergarten Skifahren waren wir, mein Mann und ich, wo sie im Kindergarten waren, haben wir auf der Berger Alm Bischis gesehen. Und dann sind wir zu der Frau hingegangen und haben gesagt, was ist das? Und wir wollen das auch haben. Und dann haben wir angesucht bei einer Stiftung und wir haben dann 2 Bischis bekommen. Und seit dem Kindergarten gehen wir immer mit Skiwoche und jetzt auch Skirennen fahren wir. Und das sind eben 2 Bischis. Da sind 2 Skis dran und sie sitzen drinnen und wir fahren hinten mit Kurzski. Also können wir kaufen richtig. Und das ist ein Mods-Spaß haben wir da. Wie war das erste Mal für euch, aber auch für die Zwillinge? Ja, das erste Mal war, das war ganz lustig, weil da haben wir am Kaunertaler Gletscher eben das quasi diesen Skikurs gemacht, dass wir das überhaupt fahren dürfen. Und dann hat es voll angefangen, Eisregen. Und wir sind trotzdem mit so einem Grinser runtergefahren, weil wir sind alle zusammen Skifahren gewesen. Es war eiskalt, aber es war super. Du warst richtig begeistert, wie du das Video gesehen hast, weil du das auch nachvollziehen konntest, was das bedeutet, dass man miteinander mit den Kindern was macht. Auf jeden Fall. Das ist einfach ein wunderschönes Gefühl. Vor allem, du bist am Berg um, kannst Skifahren. Ich kann mir vorstellen, wie sich die Kinder dabei fühlen, wenn sie da quasi den Berg runterflitzen und für mich ist es einfach extrem bewundernswert, weil ich weiß, was für Aufwand es ist, jetzt mit 3, sage ich mal, gesunden Kindern alles zu packen und am Berg aufzufahren und einfach den Einsatz, den die Maria und ihr Mann und die ganze Familie haben, das ist einfach ja sowas von vorbildhaft für mich und ja, einfach extrem schön, da kriege ich ganz laut, wenn ich dran denke. Ein gemeinsamer Skitag steht ja an. Mhm, haben wir schon gesagt. Das macht aber ein bisschen Druck, ne, mit den Reichsskifahren gehen, oder? Ja. Die tun wir dann mal bei den Bischis hin, dann schauen wir, wie das gelingen kann. Dein Mann, Markus Forster, ist auch Sänger. Gemeinsam seid ihr das Ensemble Amarena. Was hat es denn beruflich für euch, für eure Laufbahn, für eure Tätigkeit als Sänger bedeutet? Also wenn einer von uns unterwegs ist, ist der andere daheim mit jemandem. Und wenn wir zusammen sind, dann braucht man schon große Hilfe. Jetzt war natürlich Corona-Zeit, jetzt ist für uns einmal nicht sehr viel zu tun. Aber wir hoffen ja, dass das wieder so wird. Was bedeutet die Tatsache,
zwei behinderte Kinder zu haben für eure Beziehung. Es ist für Beziehungen oft eine ganz große Belastungsprobe. Nicht selten kommt es da sogar zu Trennungen, weil es schwierig ist für beide Elternteile, oft sogar für die Väter noch schwieriger, damit umzugehen und das anzunehmen. Euch hat es auch zusammengeschweißt, aber was tut es mit der Beziehung? Ja, also Beziehungen sind oft schwer, ob mit behinderten Kindern oder ohne. Für uns ist es schon eine sehr große Belastung, natürlich, weil wir einfach körperlich gefordert sein, zeitlich gefordert sein. Es geht rund um die Uhr und wenn man dann einmal hinlegt, dann ist garantiert, dass irgendein Kind gleich wieder aufwacht. Wir können eigentlich nie irgendwo hinfahren. Ich glaube, wir waren einmal wirklich auf Urlaub zusammen. Das war die Hochzeitsreise. Und ja, auf der anderen Seite schweißt es auch zusammen. Und ich bin froh, dass der Markus so ist, wie der Markus ist, weil ich weiß, dass das viele Männer nicht schaffen würden. Und er macht wirklich alles. Also wir machen wirklich zu zweit oder eigentlich, wir haben nur jemanden bei uns, der uns hilft, weil es würde einfach nicht gehen. Und ja, man hat Beziehung nicht in der Hand. Natürlich muss man arbeiten dran. Es geht auf und ab, wie überall. Wie schwierig ist es, dass man sich als Paar nicht verliert, wenn man drei Kinder hat? Indem man schon versucht, sich auch immer wieder Zeit zu nehmen. Die wenige Zeit, die wir dann nur für uns haben, die genießen wir halt dann umso mehr. Und dir geht es ja dann Skifahren wie gestern. Genau, da waren Oma und Opa dabei und da haben wir auf die Kinder aufgepasst und dann können auch wir mal zu zweit ein paar Schwinge ziehen. Und das ist dann vielleicht einfach, man weiß es einfach nur mehr zu schätzen, wenn man Zeit zu zweit hat. Mhm. Es war ja auch immer klar für euch, das hast du ja auch in Interviews schon während deiner Karriere gesagt, dass ihr mal Familie haben möchtet. Aber war für dich klar, dass eine Familie nach der Karriere kommt? Ja, für mich war das nicht vereinbar. Ich möchte für die Kinder da sein und war auch eine, die was 100% für den Sport gelebt hat. Das ist jetzt nicht wirklich ungefährlich, der Skirennsport. Und wenn du im Start stehst, darfst du aber jetzt keinen Gedanken daran verlieren, was passieren könnte. Und wenn ich damals schon Kinder gehabt hätte, ich glaube, das wäre für mich einfach nicht gegangen. Mhm. Marlies Reich und Maria Erlach, ein Gipfelsieg heute aus Sölden und den Austragungsort dürfen wir Ihnen jetzt ganz kurz vorstellen. Es ist der letzte James-Bond-Film, Spectre, gedreht worden. Es ist ein wunderschöner Platz, weil man sieht auf einen klaren Tag zu den Dolomiten rüber und sogar zur deutschen Zugspitze. Und wir sind über 3000 Meter und man kommt sehr schnell von Sölden, was auf 1377 ist, mit den zwei modernen Bahnen zu diesem Platz. Und da hat man das herrliche Restaurant, das Ice Q. Und ich glaube, gerade diese Kombination moderne Bahnen, Ice Q Restaurant und James Bond, gibt es ja 007 Elements Installation, ist eine einzigartige Kombination. Ja, das ist einfach allein die Energie, die von der Marianne Hengel und ihrem ganzen Team ausgeht, für eine wichtige Sache. Das sind wir von Anfang an dabei und das jedes Jahr gern und auch in diesem Jahr. Ich tue mir gerade selber ja gerade schwer mit gehen. Und das ist immer, da denkt man dann schon dran, sagt ja, aber man hat eine Chance, dass es vorbeigeht. Aber es war wirklich so, und ich weiß, dass die Marianne zum Beispiel allen, die sowas nur einmal kurze Zeit haben, immer mit Rat und Tat zur Seite steht. Also man kann da sicher viel mitnehmen auch. In euer beider Leben spielt die Religion eine große Rolle. Du glaubst, Marlies, dass unsere Lebenswege in gewisser Weise vorbestimmt sind? Und ja, mir gibt der Glaube eigentlich schon Kraft, dass die Dinge so werden, wie sie werden sollen. Als ich noch aktiv war, habe ich zum Beispiel oft vor einem Rennen, wenn ich sehr nervös war, habe ich es oft genützt, wenn irgendwo eine nette Kapelle oder Kirche war, dass ich kurz reingegangen bin, mich hingesessen habe, jetzt nicht gebetet habe oder so, aber einfach die Stille genossen habe und einfach Vertrauen gewonnen habe. Und das ist mir eigentlich auch sehr, sehr wichtig. Und es ist mir auch wichtig, dass
dass die Kinder mit einem Glauben aufwachsen. Sie fragen jetzt schon sehr viel und auch sehr gescheite Fragen, wo ich mir oft denke, wo kommt das her? Und es interessiert sie und das finde ich sehr schön. Die Emma, eure Große, musiziert in der Kirche. Ja, auch. Auch? Genau. Ja, wir spielen einmal im Jahr, machen wir wirklich Familiengottesdienst, immer am 1. Jänner. Und das macht mir Spaß, ja. Und Lene und Tobi sind ja auch musikalisch veranlagt. Ja, sehr. Ja, in welcher Art und Weise zeigt sich das? Also der Tobi ist absoluter Ö3-Fan. Ohne Ö3 geht gar nichts bei ihm. Und sie wissen, ja, das merkt man einfach. Schon mit einem Jahr haben die beim ersten Akkord gewusst, was das für ein Lied ist. Und sie waren auch öfters in Konzerte von uns. Sie genießen das. Sie sind sehr musikalisch. Mhm. Meistens tanzen sie dann ordentlich mit. Und ja, sehr nett. Wenn man über Menschen mit Behinderung redet oder sie sieht, dann blickt man sehr oft auf die Defizite, auf das, was nicht geht. Mhm. Lass uns mal über das reden, was gut geht. Was können Sie gut? Du hast gesagt, Sie können nicht reden. Wie kommunizieren Sie? Also Sie reden mit den Augen, ganz klar. Also Sie sagen ja so und nein, links und rechts schauen. Also ich kann alles durchfragen, alles fragen. Sie können alles antworten, was man mit ja und nein. Man muss halt selber die Antworten ein bisschen anders fragen, dass man mit ja und nein antworten kann. Oder auch wenn Sie was trinken wollen, schauen Sie aufs Glasl oder auf den Fernseher und auf mich, dass Sie das dann den Fernseher anschalten. Also man kann eigentlich nonverbal sehr gut kommunizieren. Du hast gesagt, du hast davor, bevor Lene und Tobi gekommen sind, nicht wirklich Berührungspunkte mit dem Thema Behinderung gehabt. Was hast du gelernt, seit sie da sind? Von ihnen, aber vielleicht auch aus den Reaktionen, die du bekommst und aus dem Blickwinkel, die andere Menschen auf sie haben. An schönen Erlebnissen, aber vielleicht auch an sehr ungerechten, harten Geschichten. Also ich muss sagen, seit Lene und Tobi da sind, ist mein Leben viel besser geworden. Also ich bin viel mehr bei mir. Viel mehr, das war ich davor nicht so. Eine Aufgabe zu haben, finde ich sehr gut, hat mir viel zu mir selber gebracht. Und ich muss sagen, dadurch, dass wir das eigentlich dann angenommen haben und eigentlich immer nur geschaut haben, dass, auch wenn wir unten waren, das bisschen weiß gesucht haben und das geschaut haben, dahin wollen wir und immer gewusst haben, wir wollen dahin. Und haben wir eigentlich auch ganz viele Leute getroffen, die mit uns eigentlich nur gut waren. Also ich habe selten irgendwie komische Reaktionen gehabt oder gar bösartige Reaktionen, eigentlich nie. Mhm. Und wir sind umgezogen, wir sind super aufgenommen worden in dem Ort, wo wir hingezogen sind. Lene und Tobi waren überall eingeladen, bei jeder Geburtstagsfeier. Es war eigentlich überhaupt kein Problem. Mhm. Sie gehen ja jetzt in die Schule, in eine Inklusionsgasse. Ja, genau. Wie sind Sie aufgenommen worden? Wie klappt's? Ja, super, super. Es braucht schon noch ein bisschen Zeit, dass alles funktioniert. Und eben, wenn Sie sich, so wie du zuerst gesagt hast, wenn Sie sich freuen, dann sind Sie halt extrem emotional. Und das Emotionale geht halt sofort in den Körper hinein. Also das kann sein, dass der Tobi Brettl eben ist. Er wird natürlich schwerer und größer. Und da, dass man da dann irgendwie ihn ins Sitzen bringt, ist natürlich schwer. Und aber eben das, was schon stimmt ist und was ich zuerst noch sagen wollte, die Fähigkeit zu lieben oder Liebe zu erfahren, das ist schon ganz speziell und das ist schon diese Offenheit und überhaupt dieses ganz Offene, das habe ich schon durch sie gelernt. Mhm. Und da bin ich so dankbar, weil ich glaube nicht, dass sie das wahrscheinlich ohne sie so schnell gelernt hätte, sagen wir so. Deine Kinder gehen noch nicht in die Schule, sind sie noch zu klein, ist noch ein bisschen Zeit. In den Kindergarten gehen die beiden Buben. Ist dir das mal wichtig, dass sie auch in irgendeiner Form Inklusion leben sollen, sei es in der Schule oder jetzt auch im Kindergarten, wenn es die Möglichkeit gibt, um diese Berührung, diese Bereicherung zu erfahren? Schon, ja. Sie sind sehr neugierig, wollen alles genau wissen und genauso das. Sie lieben das Buch von der Marianne. Und ich freue mich schon, wenn wir endlich einmal die Kinder von der Maria treffen. Und natürlich auch auf die Reaktion. Ich glaube, da wird es sicher Fragen geben,
aber auch einfach zu merken, man kann Spaß haben, man kann aktiv sein miteinander. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist und dass sie das einfach auch, ja, als, dass sie sich einfach normal verhalten. Wie schauen die Perspektiven für Leni und Tobias aus? Alle Eltern fragen sich, was wird mal aus meinen Kleinen, wenn sie ihren Weg gehen, wenn sie groß werden? Welche Gedanken macht ihr euch dazu? Also wir versuchen jetzt noch nicht so weit zu denken. Wir versuchen immer in kleinen Abschnitten zu denken. Jetzt war eben das mit der Mittelschule, dass wir jetzt schauen, dass der nächste Schritt geht. Wir machen sehr viel Therapien auch selber. Und man lebt eigentlich schon mit einem langen Blickwinkel, aber schon von einem Tag auf den anderen und freut sich über jeden Tag, wo man am Abend sich hinlegt und sagt, es geht ihnen gut oder jetzt müssen wir schauen, dass wir da wieder ein bisschen hingehen. Aber so geht es doch vielleicht vielen Eltern. Und ganz wichtig ist, dass man Leute um sich herum hat, die an einen glauben. Weil wenn ich nicht Leute um mich herum habe, die an mich glauben, dann funktioniert es auch nicht. Das ist einfach meine Einstellung, das glaube ich einfach. Weil wenn ich einen Schüler habe und die unterrichten und die denkt die ganze Zeit hinten, ja, der wird das eh nicht schaffen, dann glaube ich auch nicht, vielleicht schafft das, aber nicht so einfach oder nicht so leicht, wie wenn man einfach ihm das nur schickt. Und so ist es ja auch, genau, und so ist es ja auch mit unseren Kindern. Also wenn da zum Beispiel der neue Lehrer hat gleich gesagt, ja, nein, wenn der Tobias so gut mit dem Computer ist, dann muss man ja mal schauen, vielleicht kann er mal, der hat schon gesagt, mit einem Job vielleicht später, weil ja, dass er vielleicht ins Programmieren kommt oder so. Also da bin ich noch gar nicht so weit, weil ich will ja natürlich einen nächsten Schritt, aber es gibt ja viele Möglichkeiten zu fördern. Und es muss nicht immer nur diese Schiene sein, die der Normale hat. Also ich glaube einfach, dass ganz wichtig ist, was man jemandem zutraut und dass man auch keine Grenzen setzt. Ja, manche Engel haben eben nur einen Flügel und einen solchen Engel tragt sie als Schmuckstück, als besonderes Schmuckstück, Natascha, als Solidarität auch mit Menschen, die einen Flügel haben und strahlen. Ja, was ich auch in dem Zusammenhang, Perfektionismus, ich habe immer als Leistungssportlerin strebt man natürlich immer nach dem Perfekten und ich bin auch eine Perfektionistin, aber Engel mit einem Flügel ist dann nicht perfekt und gerade als Mama habe ich gelernt, den Perfektionismus nach und nach natürlich abzulegen, weil man dann einfach den Moment nicht genießen kann, weil es kann nicht jeder gleich alles kennen und es kann nicht alles perfekt sein, es kann einmal der Haushalt nicht perfekt sein und auch die Wäsche nicht gemacht sein. Aber wenn ich da jetzt einen Stress habe, dann kann ich meine Kinder nicht genießen. Und ich glaube, das ist einfach das wichtigste im Moment. Mhm. Wie geht's dir mit dem Engel, mit einem Flügel? Ja, den finde ich sehr schön. Und das zeigt eben, wie du sagst, es muss nicht alles perfekt sein. Und wer definiert überhaupt, was perfekt ist? Nicht immer im Auge des Betrachters. Genau. Und nur weil man es von außen her nicht sieht, gibt es ja viele, die auch innen nicht perfekt sind. Was ist mit Menschen, die nur grantig sind? Das ist für mich auch nicht perfekt. Oder also nur weil man es von außen sieht, heißt das nichts. Ja, das war ein wunderschönes Schlusswort. Dankeschön, Maria Erlacher. Dankeschön, Marlies Reich. Dieses Schmuckstück, den Engel Natascha, den können Sie übrigens bei Roll-On bestellen, eignet sich auch ganz wunderbar als Weihnachtsgeschenk. Ich sage danke bei euch, danke allen Gästen, die in unseren 30-Sendung Gipfelsieg zu Gast waren. Für heute sage ich Dankeschön bei Jack Faltner und seinem Team für die Gastfreundschaft hier in Sölden und verabschiede mich mit Erinnerungen und Botschaften aus 30 Gipfelsiegen. Auf Wiedersehen. Die erfolgreichsten Menschen dieser Welt sind nicht die, die den schönsten Körper haben, die am meisten Geld haben, die besten Voraussetzungen haben. Die vergurken sich nämlich mit immer noch weiteren herumsinieren. Was könnte man noch besser machen? Die wirklich am Gipfel ankommen, sind die mit der größten Leidenschaft, mit dem größten Herzblut und die vergessen haben, dass man eigentlich gar nicht aufkommen könnte. Ich glaube, Stärke hat damit zu tun, sich dem Leben zu stellen. Weniger jetzt, ob man siegt, ob man verliert, aber sich dem Leben
zu stellen, es einfach, und da komme ich dann doch ein bisschen auf das Wort, das dir nicht so gefällt, es auch anzunehmen. Das Erste, was mal sehr wichtiger für mich, wenn man es sag ich mal, so nennen will, erster Gipfelsieg, war für mich wirklich mal nur, meinen Stumpf anzunehmen und zu akzeptieren, den anzufassen. Ja, einmal, das ist plötzlich ganz leicht. Ja, das ist nicht mehr schwer, was man gewohnt gewesen ist. Das ist quasi wie eine leichte Feder. Ich würde nach wie vor sagen, dass ich nicht erkannt habe, was der Sinn dahinter jetzt ist, dass ich die Situation habe, die ich jetzt habe. Mhm. Aber an sich, die ist jetzt so einfach. Und für mich waren einfach viele Faktoren, haben sich daraus einfach ergeben. Für mich war klar, aufgeben tue ich nicht. Aber an Sinn dahinter erkenne ich nicht. Und wahrscheinlich war dann einfach ja, der Weg das Ziel. Man denkt sich, das kann ich nicht mehr, das kann ich nicht mehr. Ich sage immer wieder, wenn ich dann mit Leuten spreche, wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute alles kann, hätte ich nicht so viel geweint. Aber vielleicht braucht man das auch. Früher war mein Leben doch immer sehr stressig. Ich habe immer viel trainiert und dann noch studiert nebenher und habe eigentlich so viel wie möglich in einen Tag einbacken wollen. Und jetzt ist es einfach so, dass mein Leben, es dauert alles länger, es braucht alles mehr Zeit und ich kann die Zeit viel mehr genießen. Direkt nach dem Unfall geht es nicht mehr tiefer. Aber ja, wir sind jetzt 9,5 Jahre her und der Abstieg, auch jeder Abstieg hat irgendwann einmal die Talsohle erreicht und es kommt auch wieder der Weg nach oben. Es hat auch einmal eine Phase gegeben in meinem Leben, wo ich als sehr gläubiger Mensch, der ich bin, geprägt auch von der Familie, wo ich mir wirklich gedacht habe, ich fahre jetzt mit dem Rollstuhl in den Weißbach und dann bin ich weg und ich halte dieses Leben nicht mehr aus und ich habe einfach da alles gesehen, alles Schlimme, was vielleicht ein bisschen übertrieben war, so wie es halt oft einmal ist im Leben. Aber mein Glaube hat mir dann wieder geholfen, aufzustehen und zu sagen, das tust du jetzt nicht. Und eigentlich hast du ja vor, eine besondere Frau zu werden, also geh mal. Es ist eigentlich fast alles, was Glücksgefühle auslöst, auch mit Anstrengung verbunden. Nicht, weil es dann vorbei ist, sondern weil man dann wirklich das Gefühl hat, man hat es geschafft. Es gab oft Situationen, wo ich gedacht habe, ich lasse es jetzt, weil die anderen haben jetzt alle recht, dass ich das alles nicht schaffe. Aber andererseits, weißt du, wenn man da so, ich habe ja nur mein eigenes Leben und nur dieses eine das war dann für mich schon immer wieder Ansporn, zu sagen, wenn das nicht geht, dann muss es irgendwas anderes geben. Also auch für mich muss das Leben ja irgendwas bereithalten oder mir irgendwas mitgegeben haben, dass ich damit was anfangen kann. Ich glaube, der wertvollste Gipfel war aber, dass ich meine Behinderung annehmen habe können. Und weil es war halt natürlich das Größte oder das Schwierigste für mich, ausgerissen worden von einem Leben zu sein. Ich habe natürlich andere Vorstellungen von meinem Leben gehabt. Also ich glaube, mein Traum war nicht, dass ich Rennrollstuhlfahrer werde, aber das Leben hat mich halt einfach ziemlich aus der Bahn geworfen und runtergehauen. Und der lange Prozess noch, bis dass ich da noch ein Hinkämmer bin, war eigentlich für mich der größte Sieg. Bei den Dreharbeiten, man mag es nicht glauben eigentlich, aber wenn wir dann in Schwarz im Krankenhaus drehen, da kriegt man manchmal mit, dass sich ein Leben innerhalb von wenigen Sekunden eben völlig verändert und bleibt dann mal einen Moment ratlos übrig und fragt sich, ob man eigentlich genug Dankbarkeit und Demut besitzt. In Wirklichkeit ist es ja so, dass bei so einem Unfall wird einem erst wieder bewusst, was das Leben für ein Geschenk ist. Und das ist, glaube ich, gut, dass sowas passiert, dass man wirklich daran erinnert wird. Aber andererseits muss ich auch sagen, es prägt. Ich dachte, den Umstand, der am erstrebenswertesten ist, mit dem furchtbar altmodischen Wort Zufriedenheit bezeichnen. Das trifft es besser, dass man mit dem, was man hat, mit dem, was man ist, ob man jetzt die Barbara ist oder der Sepp mit seinen 85 Jahren, man ist zufrieden damit. Und du bist glücklich noch dazu, aber das ist natürlich dein Betriebsgeheimnis.